Kirche zum zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Über diesem Sonntag steht das Bibelwort aus dem Johannesevangelium: Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen:
füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft's nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Worte aus dem Johannesevangelium. In den Evangelien wird an vielen Stellen deutlich, dass Jesus alles andere ist als ein Asket. Er hat offenbar Freude an rauschenden Festen und an opulenten antiken Gastmälern. Jesus hat Sinn für die schönen Dinge des Lebens. Seine Gegner halten ihm deshalb vor, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Außerdem werfen sie ihm vor, zusammen mit gesellschaftlichen und religiösen Außenseitern zu Tisch zu sitzen. Jesus hielt nichts von einer strikten Trennung zwischen Geistlichem und Leiblichem. Wo er an einem Gastmahl teilnimmt, kommt immer beides zusammen, der leibliche Genuss ebenso wie die geistliche Speise. Ja, mehr noch, wo Jesus mit den Menschen feiert, da ist das Reich Gottes schon gegenwärtig, auch für verachtete Zöllner und Sünder. Wer mit Jesus isst und trinkt, der erhascht schon ein Stück Himmel auf Erden. Als bei der Hochzeitsfeier im Städtchen Kana der Wein ausgeht, steht also mehr auf dem Spiel als eine gelungene Hochzeitsfeier. Die Spannung zwischen dem schon jetzt des Reiches Gottes, das mit Jesus selbst anbricht, wie er oft sagt, und dem es ist noch nicht so weit, diese Spannung ist in Gefahr. Unversehens hätten sich alle, die mit Jesus feierten, in der banalen Realität wiedergefunden, nach der einfach alles begrenzt ist und der Wein eben nur so lange reicht, wie es die Möglichkeiten der Brautleute zulassen. Wer die Hochzeit zu Kana in den Zusammenhang rückt, dass Jesus von der Nähe des Reiches Gottes spricht, dass also Gottes Reich schon mit ihm nahe gekommen ist, wer das versteht, der versteht auch, warum Jesus seine Mutter geradezu lieblos abkanzelt. Denn im Reich Gottes, da lösen sich die bisherigen Bindungen auf, zu denen auch die Herkunftsfamilie zählt. An ihre Stelle tritt die neue Familie der Menschen, die Jesus nachfolgen, wo auch immer sie herkommen. Sie werden dann untereinander zu Schwestern und Brüdern. Jesus weist seine Mutter in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana unerwartet harsch zurück. Aber er kümmert sich am Ende doch um den Wein. Er rettet damit die Hochzeitsfeier. Aber vor allem schenkt er allen, die mitfeiern, eine über den Alltag hinausschießende Hoffnung. Gottes Reich ist jetzt schon da. Da, wo er selbst für Freude sorgt. Wer mit den Augen des Glaubens sieht, der erkennt diese Spuren Gottes auch in unserer Welt. Thank you.
Wir beten: Guter Gott, du bist nicht weit entfernt im Himmel. Dein Himmel zeigt sich auch mitten in unserer Welt. Wir bitten dich für alle, die keine schönen Seiten mehr in ihrem Leben sehen können. Gib du ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich auch für alle, denen nicht zum Feiern zumute ist, die einsam und unglücklich sind. Schicke auch ihnen einen Menschen, der ihre Einsamkeit durchbricht. Wir bitten dich auch für alle, von deren Not wir in den Nachrichten hören. Sei du bei Menschen, die unter Krieg und Naturkatastrophen leiden. Mach die Verantwortlichen mutig und klug, damit sie Schwachen und Armen helfen. Und wir bitten dich auch für uns, Gott, gib uns offene Augen für die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns, ihnen von Himmelsmomenten zu erzählen und damit neue Hoffnung zu machen. Wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zeichen dafür den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.